Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Zoptimi. Und ja Leute, heute schauen wir uns mal das kleine, aber feine neue Salon-Update an mit dem riesen Paint-Stroller und den permanenten Sprays. Ja Leute, es wird mega, mega cool. Man kann jetzt endlich für immer Farbe auf seine Pets drauf machen. Wie cool ist das denn bitte? Heute schauen wir uns alles gemeinsam an. Lasst doch gerne einen Daumen hoch, falls es dir gefällt und ab den Kanal und aktiviert auch im Kanal für einen coolen Roblox. Würde ich mit Sebastian, würde ich sagen, Leute. Ja, laufen wir mal zum Salon, weil dort spielt sich das Update und ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. So Leute, hier gehen wir jetzt mal aus der Neighborhood raus, weil der Salon ist ja direkt schon hier. Ja, verschwinden wir durch dieses Portal hier. Jetzt sind wir auch direkt schon da und hier sehen wir schon direkt den ersten Teil des neuen Updates und zwar der Paint Stroller, der Paint Roller Truck heißt der. Und der ist, es ist kein Stroller, Leute. Warum sage ich Stroller? Es ist ein Truck. Es ist ein Truck. Der Truck kostet 5000 Bucks und ist für 2 Wochen hier. Aber Leute, ich muss schon sagen, der sieht schon cool aus. Das ist schon ein großes Fahrzeug auch für Adobe-Verhältnisse. Und er ist auch schon cool. Wir werden uns natürlich den auch in diesem Video kaufen. Das heißt, wenn du das Ganze sehen willst, wie man mit dem fährt, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Davor würde ich aber sagen, gehen wir jetzt mal zum Salon, Leute, weil da ist ja die große Neuerung. Das Update ist übrigens sehr, sehr klein. Ich hoffe, dass die nächste Woche wieder was Größeres kommt, weil... Ja, ich weiß ja nicht. Irgendwie gerade haben wir schon im letzten Video darüber geredet, Leute, kommt nicht wirklich viel, was schade ist, weil... Ja, ich will Videos machen und ich will Spaß haben und ich will Updates haben und ich denke, ihr wollt das Ganze auch. Aber wir werden jetzt erstmal hier in den Salon reingehen und hier sind wir jetzt. Okay, 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 Leute. Und hallo. Wo ist unser neuer NPC? Oh, da ist er direkt, Leute. Direkt am Eingang steht der Rusty. Und ja, Leute, was macht Rusty? Genau, er kann uns diese Potion hier verkaufen, Leute, die Paint Sealer Potion. Für 20 Robux, ein Stück davon. Und wenn man die übrigens traden kann, dann werde ich heute in diesem Video schon sehr viele davon verschenken. Das heißt, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und Rusty, was hast du zu sagen? Grab a Paint Sealer and let it work its magic on there. Look, the sealer wears off after trading, so no tricky business. If you change your mind after using Paint Sealer, come back with your colorful pet equipped and we will get rid of the color, right? Okay, okay, Leute, also, man kann jetzt quasi sein Pet einfärben. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den Frost Dragon und den können wir jetzt hier hinsetzen. Jetzt können wir den ja hier einfärben, Leute, das kennen wir schon. Wir nehmen natürlich hier den Manager, Leute, weil es einfach zehnmal cooler aussieht. Zack, den haben wir jetzt. Und jetzt machen wir unseren Frost Dragon einfach mal, ja, wir machen den jetzt so einen Shadow Dragon, Leute. Wir machen jetzt hier mal so schwarz, das sieht cool aus, Leute. Dann machen wir noch ein bisschen rosa mit rein. Ah ja, hat was, Leute. Und dann noch ein bisschen lila. Ich finde, lila ist eine richtig coole Farbe. Und boom, jetzt ist der Bauch noch lila. Und dann machen wir noch ein bisschen rot, Leute. Rot darf auch nicht fehlen. Es ist zwar jetzt ja kein Shadow Dragon, aber ja, egal. Und wir machen nochmal rot, Leute, in Hoffnung, dass die Augen dann rot werden. Oh, 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 das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es wollte. Aber egal, wir nehmen ihn jetzt einfach mal, Leute. Und jetzt können wir uns eben so eine Flasche kaufen, Leute, für 20 Robux. Weil zu den Robux. Oder Robux kaufst gerne mit Starco Jojo. Wir kaufen jetzt direkt mal eine, Leute. Und, ja, dann können wir die anscheinend auf ihn drauf sprühen und dann wird seine Farbe, weil wenn wir jetzt hier mal gucken, Leute, wenn wir jetzt hier mal gucken, seine, wo, Frost Dragon, Kollege hier, seine Farbe ist in 40 Minuten wieder weg. Jetzt können wir aber hier diese, das auf ihn drauf sprühen. Ja, Leute, 20 Robux, schwöbe die Wip und du bist weg. Und ja, jetzt ist diese Farbe permanently hairsprayed. Jetzt frage ich mich aber, kann man hier so umfärben oder ist das dann wieder weg, Leute? Kann ich den abwaschen? Nein, kann ich nicht, Leute. Ich kann die Farbe nicht mehr abwaschen, das heißt, die ist jetzt permanent hier drauf. Aber was ist jetzt, wenn ich ihn umfärben will? Geht das so? Oder muss ich wieder für 20 Robux was kaufen? Oh, ich kann ihn nicht mehr umfärben, Leute. Okay. Das heißt, man kann ihn, nachdem man ihn quasi permanent vollgesprayt hat für 20 Robux, kann man ihn dann nicht mehr umfärben. Der bleibt dann für immer in dieser Farbe, es sei denn, ihr tradet euer Pet. Und ja, da ich die Farbe jetzt nicht so schön finde, gehen wir jetzt direkt mal zu Rusty, weil Rusty kann die Farbe von ihm entfernen. Welcome back. Ja, ich würde gerne die Farbe entfernen. Das hat hier so einen Cooldown, damit man nicht aus Versehen draufdrückt. Und ja, ich will wirklich die Farbe entfernen, weil die Farbe ist nicht so cool. Und ja, jetzt ist er wieder normal, Leute. Und ja, ich meine, es ist ein recht cooles Update, ein kleineres Update. Ich meine, ist eine coole Funktion. Hätte man aber auch in einem anderen Update noch mit reinbringen können, wenn ich ehrlich bin. So, Leute, jetzt will ich aber mal richtig cool ein Pet färben und das dann machen. Und Leute, wir nehmen... Ich muss schon sagen, ich finde diesen Dodo eigentlich schon cool, wie er ist. Aber wir können ja mal versuchen, diesen Dodo noch ein bisschen cooler zu machen, Leute. Den T-Rex-Dodo. Den werde ich jetzt nochmal versuchen zu machen, Leute. Nehmen dafür erstmal ein bisschen dunkelgrün.
Ja, das ist schon mal gut, Leute. Dann nehmen wir hier ein bisschen hellgrün. Was kommt hier als nächstes, Leute? Zack, 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 zack. Okay, die Parts, alles klärchen. Dann nehmen wir dieses Grün hier noch. Vielleicht kann das hier jetzt das Neon verändern. Ja, okay. Ja, sieht ganz cool aus, Leute. Und dann nehmen wir nochmal dieses Grün. Es gibt echt viele Grünfarben, merke ich gerade. Und das müsste jetzt das verändern. Und dann machen wir nochmal, Leute, für den Kopf hoffentlich. Zack. Und ja, doch, das sieht cool aus. Jetzt gehen wir wieder zu Rusty, holen uns wieder so eine Bottle für 20 Robux. 20 Robux ist nicht viel, aber es hat immer noch etwas, ne, muss ich sagen. Holen wir so eine und jetzt, ja, drauf mit ihnen, Leute. Wir sprühen unseren Dodo an. Zack, 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 zack. Und willkommen, du bist jetzt für immer in dieser coolen Farbe. Jetzt haben wir für immer unseren T-Rex-Dodo. Ich meine, es ist eine coole Sache, Leute. Und jetzt würde ich unbedingt noch schauen. Die ist ja bei Toys. Ich habe nämlich 5 von der Dopmi geschenkt bekommen. Hier habe ich die. Und so wie es aussieht, sind die Legendary. Aber ich kann sie anscheinend traden. Das heißt, Leute, ich werde mir ganz viele davon kaufen. Jetzt nicht im Video, weil es wird zu lang dauern. Und die dann an 5 Leute von euch verschenken. Ich verschenke 2 Flaschen an 5 Leute von euch. Also insgesamt 10 Flaschen, Leute. Das sind jetzt nicht so viele Robux für mich, aber wenn ich es an sehr viele Leute verschenke, kann ich es gerne in einem Stream machen. Aber im Video ist es immer ein bisschen anstrengender, wenn es halt viele Leute, viele Gewinner gibt quasi. Aber wir machen 2 Flaschen für 5 Personen. Das heißt, schreib einfach deinen Roblox-Namen in die Kommentare. Das ist eigentlich schon alles, was du tun musst, um vielleicht mit Glück 2 von diesen Flaschen zu gewinnen. Und wenn du cool bist, kannst du natürlich noch gerne einen Daumen nach oben geben, Leute. So, jetzt gehen wir auch mal direkt hier den Stroller auschecken. Dafür, ja, ich habe ihn, Leute. Hier ist er, Leute. Paint Stroller Truck. Ich und mein Dodo sitzen jetzt hier. Und jetzt fahren wir hier. Und unser Stroller lässt tatsächlich so einen coolen Partikel auf dem Boden. Was finde ich ziemlich, ziemlich cool ist, muss ich sagen. Also, es ist auf jeden Fall ein cooler Effekt. Ich finde das Ding an sich, also das Auto hat 2 Sitzplätze halt. Finde ich vollkommen okay. Und es fährt recht schnell. Es ist halt groß. Es gefällt mir. Wäre natürlich noch richtig cool, wenn man die Farbe da vorne noch ändern könnte. Das wäre nochmal eine coole Idee gewesen. Aber das ist leider nicht so. Aber das ist schon okay, würde ich sagen. Das ist schon okay, Leute. Oder wie findet ihr dieses Update? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Update in die Kommentare. Wie gesagt, ich hoffe echt sehr, dass nächste Woche wieder was Großes kommt. Ich werde natürlich auf dem Laufenden dazu halten. Und ja, unser Mr. Dodo, wisst ihr was, Leute, weil ich nett bin, wir bringen ihn jetzt noch kurz ins Bett, Leute. Wir bringen unseren T-Rex-Dodo noch ins Bett, weil er hat jetzt permanente Farben, Leute. Er kann jetzt für immer ein Dodo-T-Rex bleiben. Leute, nochmal kurzer Zwischenschnitt. Ich bin gerade gerejoined und ich habe festgestellt, die Neonfarbe auf dem Dodo, die man umgefärbt hat, die verschwindet einfach trotzdem. Was ist das denn für ein Scam? Also, was ich dazu halten soll, weiß ich nicht. Also, Neonfarbe, dass man die generell umfärben kann, finde ich cool. Aber dass sie jetzt verschwindet, ist halt mega, mega merkwürdig. Oder was meint ihr? Fliegen wir hier hoch, Leute. Fliegen wir hier hoch. Zack, dann legen wir ihn hin. Hier steht noch abonnieren. Also, gerne abonnieren, Leute. Und ich würde auch sagen, lasst doch gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und ja, abonnieren den Kanal und aktivieren den Kanal, wenn es cool ist. Roblox, würde ich mir zulassen. Und er schläft jetzt noch, Er hat einen gemütlichen Abendschlaf. Und Leute, ich hab hier so eine neue Treppe hingebaut, weil das war damals immer nervig, hier mit einem Pet hochzugehen, vor allem wenn du ein Baby bist. Aber die Treppe hier, die hilft einigermaßen aus, dass man hier easy hochkommt zum Essen und zum Trinken, was ich hier in diesem Haus habe. Aber ja, das würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!